Sehr verehrter, lieber Herr Nieder-Rümelin, meine Damen und Herren, es ist mir Ehre und Freude zugleich, das heutige Kolloquium mit einem Beitrag zur politischen Philosophie beschließen zu können. Einem Gegenstand also, der für denjenigen, den wir heute ehren, nicht nur von höchstem akademischen Interesse, sondern auch von persönlichem Belang und, wie Sie alle hinlänglich wissen, auch von ganz realen Amtswürden, manchmal auch Amtsbürden, gewesen ist. Und ich möchte im Folgenden vier Überlegungen zum Verhältnis von Demokratie und Wahrheit skizzieren. Das Dietmar von der Pforten gesagt hat, wir hätten alle Zeit der Welt, nehme ich jetzt mal nicht ernst. Ich nehme die Zeit, die mir zugeteilt wurde, 30 Minuten, und ich verspreche Ihnen, sie einzuhalten. Und ich bin Kantianerin und weiß, dass man Versprechen halten soll. Also Demokratie und Wahrheit ist ja nicht nur der Titel eines viel diskutierten Buches von Nieder-Rümelin, sondern es bringt noch immer eine besondere Provokation des Mainstreams der zeitgenössischen Politikphilosophie zum Ausdruck. Und meine vier Überlegungen tragen Überschriften, die sich nicht allen Anwesenden, ich hoffe aber Ihnen, erhellen. Ich werde sie trotzdem erläutern, und das erlaubt es mir dann auch gewissermaßen zum Abschluss ein paar persönliche Worte unterzubringen. Erstens Vernunft und Leidenschaft. Vor 21 Jahren habe ich mein Studium der Philosophie an der Georg-August-Universität begonnen und gleich ein Seminar belegt zur politischen Philosophie bei einem jungen, hünenhaften, von nichts und niemandem aus der Ruhe zu bringenden Professor, der selbst gerade erst in Göttingen angefangen hatte und seine Antrittsvorlesung den seltsamen Titel Vernunft und Leidenschaft gegeben hatte. Seltsam, weil sich hier Begriffe und Vorstellungen zusammenfügen, eben Vernunft einerseits, Leidenschaft andererseits, die, wenn wir die Geschichte und auch die Gegenwart der Philosophie betrachten, nicht selbstverständlich zueinander finden. Und die Zurückweisung von solchen Dichotomien, etwa theoretisches versus praktisches Wissen, theoretische versus praktische Gründe, harte Wissenschaft versus weicher, deswegen auch nicht wissenschaftlicher Rest, eine Welt der Tatsachen versus eine Welt der Werte, diese Zurückweisung durchzieht das gesamte Werk von Nieder-Rümelin. Und das ist nicht bloß eine Volte gegen allzu schlichte philosophische Grenzziehungen, sondern eine Konsequenz der Kritik am metaphysischen Realismus in seinen verschiedenen, zum Beispiel scientistischen und fundamentalistischen Ausformungen. Der Objektivismus, der allen unseren Überzeugungen eignet, denn Überzeugungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich glaube, dass das, was ich sage, auch tatsächlich der Fall ist. Das unterscheidet übrigens auch Überzeugungen von bloßen Meinungen. Dieser Objektivismus lege, so Nieder-Rümelin, eine realistische und zugleich, und auch das ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wie Sie an den heutigen kritischeren Beiträgen gesehen haben, zugleich kohärentistische und holistische Interpretation unserer lebensweltlichen Verständigungspraxis nahe. Eine Verständigung, die eben ohne einen gemeinsamen Raum der Gründe gar nicht erst erfolgen könne. Dieser Verständigungshintergrund, dieser Begründungshintergrund stelle das geteilte, deskriptive, aber eben auch normative Orientierungswissen bereit, von dem aus dann Meinungsverschiedenheiten überhaupt erst ausgetragen, ja formuliert werden können. Das ist ein Punkt, auf den ich später noch einmal zurückkommen werde. Wissenschaftlicher und moralischer Realismus sind somit bei Nieder-Rümelin, und das auch stärker als etwa bei Hilary Putnam, Companions in Guilt, insofern beide im lebensweltlichen Realismus ihre Bestätigungs- und Bewährungsinstanz finden. Die Lebenswelt hat gewissermaßen begründungslogischen Vorrang, insofern Wissenschaft und Philosophie nicht ihr letzter Prüfstein sind. Jene können diese nicht verifizieren oder falsifizieren, da eben philosophische und auch wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Theorien nicht irgendwie da draußen, ja, vielleicht in einem platonischen Ideenhimmel oder so, hängen, in einer von unseren lebensweltlichen Überzeugungen, Erfahrungen und Begründungen völlig unabhängigen, in diesem Sinne eben metaphysischen oder wissenschaftlichen Welt gebildet werden.
Und somit kann die Wahrheitsimprägniertheit unserer lebensweltlichen Verständigungspraxis, Begründungspraxis und der realistische Gehalt unseres deskriptiven und normativen Wissens, Orientierungswissens, durch keine noch so systematisch ausgearbeitete Theorie global zur Disposition gestellt werden. Zweifel sind lebensweltlich wie auch wissenschaftlich immer nur lokal möglich. Und die Argumente, die Nida Rümelin gegen den Skeptizismus vorbringt, sind einfach, aber sehr bestechend. Die skeptizistische Infragestellung von Überzeugungen wie ich sehe, dass hier Stühle mit ziemlich müde aussehenden Menschen drauf sind oder ich weiß, dass Folter unmoralisch ist. Die Infragestellung von solchen Grundüberzeugungen, nenne ich sie mal, sei vielleicht sinnvoll im philosophischen Oberseminar, sozusagen als ein philosophisches Lehrstück oder Übungsstück. Der hingegen, der ernsthaft bezweifle, dass da Stühle sind oder Folter ein unmoralisches Verbrechen, der sei im Wittgensteinschen Sinne ein Halbnarr. Wenn einer mir sagte, so Wittgenstein in Übergewissheit, er zweifle daran, ob er einen Körper habe, würde ich ihn für einen Halbnarren halten. Ich wüsste aber nicht, was es hieße, ihn davon zu überzeugen, dass er einen solchen Körper habe. Und hätte ich etwas gesagt und das hätte nun seine Zweifel behoben, so wüsste ich nicht, wie und warum mir das gewissermaßen gelungen ist. Jedes Begründen hat ein vernünftiges Ende, eine Formulierung, die Nida Rümelin häufig verwendet und verwendet, um sozusagen seine kohärentistische Theorie praktischer oder instrumenteller, struktureller Rationalität zuzuspitzen. Ich muss entschuldigen, es ist irgendwie spät. Ja. Aber, so kann man ergänzen, ebenso hat jedes Begründen auch einen vernünftigen Anfang. Und das ist vielleicht die interessantere These, als dass unser Begründen ein Ende hat. Ich selbst bin genauso wie Nida Rümelin davon überzeugt, dass es solche gewissermaßen unabweisbaren moralischen Urteile, vielleicht nicht Normen, aber jedenfalls Prinzipien, auf die unsere Urteile dann ja rekurrieren, gibt. Folter, Sklaverei, Vergewaltigung sind meines Erachtens paradigmatische Fälle für das, wovor jeder Mensch, egal was er außerdem noch glaubt, egal wer er ist, welche Identität er hat und so weiter, wovor jeder Mensch Grund, und zwar guten, vernünftigen, verallgemeinerbaren Grund hat, sich zu fürchten. Das ist gewissermaßen das, was Judith Sklar und einige andere als Liberalism of Fear bezeichnen. Aber dass das, was Sie heute Morgen gesagt haben, nämlich es kann nicht zur Disposition stehen, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie Lust habe, diesen Kerl da draußen zu erschlagen, ja, das nicht tun darf, dass das nicht zur Disposition steht, das gehört für mich nicht zu diesen Grundüberzeugungen. Und zwar nicht nur deswegen, weil ich wirklich häufig nicht nur Lust, sondern auch Gründe zu haben meine, das, genau das zu tun. Und das ist jetzt nicht nur mein persönliches psychologisches oder psychisches Problem, sondern ich glaube, wir müssten jetzt noch sehr viel mehr sagen, als Sie, Herr Nida Rümelin, heute Morgen gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, wir sind davon überzeugt. Was soll man gewissermaßen jetzt noch anführen? Aber was man anführen kann, sind einfach Fragen. Und das wäre jetzt meine erste Frage an Sie. Wer ist denn eigentlich dieses Wir? Dieses Wir sind überzeugt. Es gibt ja kulturalistische Interpretationen dieses Wir, die ich mir auch nicht zu eigen machen möchte. Aber mir fällt doch auf, dass Sie changieren zwischen der Rede von menschlicher Lebensform, da wären wir alle gewissermaßen mit dabei, egal welche individuellen oder kulturellen Lebensformen wir außerdem haben, und Sie manchmal aber im Plural nur noch sprechen von Lebensformen und davon hängt nun ziemlich viel ab, scheint mir. Und zweitens darf man noch fragen und muss man als Philosophin wohl fragen, warum sind wir eigentlich überzeugt? Angenommen, das stimmt, wir sind überzeugt, aber warum sind wir das eigentlich? Und es gibt ja eine Vielzahl von Kandidaten für Antworten, konventionalistische oder funktionalistische, vielleicht nur einfach psychologische, evolutionstheoretisch anthropologische oder subjektivistisch kohärentistische Interpretationen, ne, dieses warum sind wir überzeugt? Und ich weiß, dass Sie und auch ich eher für objektivistische, also genuin moralische Gründe plädieren. Aber ich meine eben, die werden nicht in der Lebenswelt einfach nur vorgefunden. Es sei denn, man
spricht von einem Faktum der Vernunft. Und ich habe den Eindruck, dass Ihr Kantianismus nicht ganz so weit reicht wie zum Beispiel meiner. Aber wieder zurück zum Text. Es gibt, da sind wir uns ganz einig, Überzeugungen, die in Frage zu stellen, bloß ein Glasperlenspiel, ja, das aus dem philosophischen Lehnstuhl heraus praktiziert werden kann, sein kann. Ja. Echte Infragestellungen unserer theoretischen wie auch normativen Grundüberzeugungen im Sinne von ernsthaften, nicht bloß spielerischen Problemstellungen der Wissenschaften und der Philosophie sind lebensweltlich bedingt. Also so viel zum Kohärentismus und Holismus. Was aber ist mit dem Realismus, den Niederrümelin in Abgrenzung zu sozusagen den metaphysischen, naturalistischen, physikalistischen, essentialistischen, was auch immer, jedenfalls diesen Varianten des Realismus immer als unaufgeregt bezeichnet. Wir haben heute dazu sehr viel gehört. Ich möchte nur die beiden Aspekte noch einmal hervorheben, die mir jetzt für die politische Philosophie entscheidend zu sein scheinen. Erstens, keine Verpflichtung zu einem metaethischen Projekt. Ich denke, Niederrümelin steht hier in der Tradition eines Philosophen, der die jahrzehntelange Abstinenz der analytischen Philosophie bezüglich normativer Problemstellungen beziehungsweise den Versuch, diese aufgehen zu lassen in metaethischen oder sprachphilosophischen Problemen, dass derjenige, der sozusagen diese Dinge beendet hat, hat das mit einem geradezu schnodderig anmutenden Satz getan. Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei Gedankensystemen. Mit diesem Satz leitet John Rawls 1971 seine Theory of Justice ein. Und das ist im Kontext sozusagen der Zeit betrachtet wirklich ein starkes Stück. Denn, wie Sie wissen, Wahrheit ist ein zentrales und hartnäckiges Problem der Philosophie seit ihren Anfängen, wobei es ja schon bei der Frage, worin das Problem der Wahrheit eigentlich besteht, Uneinigkeit gibt. Und das gilt erst recht für die Vielzahl von Wahrheitstheorien zum Beispiel, die da kursieren. Aber wie auch immer es sich damit philosophisch, akademisch verhält, Wahrheit ist eine Tugend von Gedankensystemen. Notwendig, um deren Tauglichkeit und Güte festzustellen. Mithin ist der Begriff der Wahrheit unaufgebbar, wenngleich er sich offenkundig der Definition oder der Wesensbestimmung nachdrücklich, hartnäckig versperrt. Und diese Unaufgebbarkeit behauptet Rawls mit diesem ersten Satz der Theory of Justice ganz analog auch für einen normativen Begriff, nämlich dem der Gerechtigkeit. Und damit sind philosophische Fragen eigenen Typs und eigenen Rechts, nämlich normative Fragen des gerechten Zusammenlebens ohne metaethische Bekenntnispflichten und auch ohne metaphysische Fundierungspflichten auf dem Tisch. Und da sind sie auch geblieben. Ja, die politische Philosophie gehört meines Erachtens zu den lebendigsten und interessantesten Gebieten der Philosophie überhaupt. Zweitens, sozusagen der zweite Punkt, der wichtig ist, Realismus ohne Metaphysik. Nur zur Erinnerung, dass keine Tatsachen da draußen sind im Sinne des metaphysischen Realismus, bedeutet ja nun nicht, dass die irgendwie nur in unserem Kopf sind im Sinne einer epistemischen Wahrheitsdefinition oder einer dazu entsprechenden Erkenntnistheorie. Die Regeln des Begründens, die ja in unsere lebensweltliche Praxis eingebettet sind, sind zugleich in dieser vorgegeben. Sie werden nicht erfunden, sie werden auch nicht gesetzt, sie sind auch nicht irgendwie hegemonial zu interpretieren, sie sind auch nicht konstruiert, sie werden, wie Niederrümelin sagt, vorgefunden. Und ich glaube, diese Formulierung meint zunächst einfach nicht mehr, als dass wir es hier mit einem Bestand zu tun haben, den in Zweifel zu ziehen, das heißt aber auch für den nach einer Begründung zu verlangen, praktisch unmöglich scheint. Hier haben wir es, um einfach mal ein Bild zu verwenden, gewissermaßen mit den Schlusssteinen unserer lebensweltlichen rationalen Architektur zu tun. Wenn wir die rausziehen, dann bricht gewissermaßen alles zusammen. Man könnte dem vielleicht auch unaufgeregt begegnen und sagen, ja, na und?
dann geben wir Rationalitätserwartungen und so weiter auf. Aber mir scheint das wirklich unmöglich zu sein, auch wenn man furchtlos ist, wie einige französische Philosophen zu sein pflegen, unmöglich zu sein, weil selbst die Möglichkeit des Infragestellens dieser Rationalität von eben dieser rationalen Architektur abhängt. Also in Abwandlung des Wittgenstein-Zitates, wenn einer mir sagte, er zweifle daran, ob eigentlich Tertium non datur, würde man ihn ebenso für einen Halbnarren halten. Ich wüsste gar nicht, was man dem jetzt groß noch sagen sollte. Das Ding an sich bleibt vielleicht für immer verborgen. Aber wir wissen, dass wir mit unseren Überzeugungen nicht lediglich über unsere Sinnesdaten oder unsere emotiven Zustände sozusagen eine Mitteilung an andere machen. Wir wissen das. Wir wissen, adäquate Begründungsverfahren ist kohärentistisch. An weitgehend revisionsresistenten Propositionen und subjektiven Gewissheiten werden andere, eben strittigere Propositionen und Ungewisseres gemessen und zu einem Netz von Überzeugungen verwoben. Interessant ist, dass dieser Kohärentismus zugleich objektivistisch ist, so wie wir aus der Lebenswelt nicht irgendwie heraus können und auf die Begründung dessen, was wir für wahr halten, angewiesen sind, können wir andererseits aus dem für wahr halten nicht heraus. Das heißt, dass die Geltungsansprüche, die wir mit theoretischen und auch mit praktischen Überzeugungen erheben, wahrheitsfähig sind und weder, hier gegen Habermas gerichtet, wahrheitsanaloge Richtigkeitsansprüche darstellen, noch gegen Putnam relativ zu Beschreibungssystemen zu verstehende idealisierte Rechtfertigungen sind. Zweitens, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. So der Titel einer kleinen, aber feinsinnigen Schrift, späten Schrift Immanuel Kants, der hier für zweierlei stehen soll. Zunächst für eine Phase ganz zu Beginn meines Studiums, wo ich aus Vernunft und noch mehr aus Leidenschaft für den Utilitarismus in der Ethik entbrannt war und es Herr Nida-Rümelin gewesen ist, der mir diesen Teufel mit seiner nach wie vor sehr lesenswerten Kritik des Konsequenzialismus wirklich nachhaltig ausgetrieben hat und mich vom Kopf auf die Füße, nämlich auf den Boden der Deontologie, gestellt hat. Übrigens nicht die einzige prägende Einsicht, die ich den beiden Jahrzehnten, die Sie mein Lehrer und Mentor gewesen sind, verdanke. Zum Zweiten schließt das kantische Zitat an das, was ich bereits gesagt habe, zum Vorrang der Lebenswelt oder jetzt könnten wir sagen der Praxis an, insofern einerseits die wissenschaftliche und die philosophische Verständigungs- und Begründungspraxis so etwas wie eine Verlängerung und Spezifizierung der lebensweltlichen Verständigungs- und Begründungspraxis darstellen. Aber andererseits ihren Anlass in der Lebenswelt finden. Und philosophische Theorien, und im Folgenden meine ich damit jetzt wirklich nur noch politische Theorien, Theorien der gerechten politischen Ordnung, ihre Direction of Fit in der Lebenswelt haben. Wo denn sonst? Um also den Anlass der zeitgenössischen politischen Philosophie, die im Wesentlichen eine Theorie der Demokratie ist, zu verstehen, möchte ich mich ganz kurz der Geburtsstunde des Zeitalters der Demokratie zuwenden, nämlich der historischen Situation der politischen Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich die Frage, wie das Politische überhaupt noch zu denken ist, mit ungekannter Vehemenz stellte. Welche Konzeptionen haben nach den bitteren Erfahrungen mit totalitären Ideologien, geschlossenen Gesellschaften und dem Völkermord den Anspruch auf Geltung verloren? Sozusagen, welche Arten der Begründung politischer Ordnung haben ausgedient? Natürlich auch, was bleibt? Worauf können wir uns vernünftigerweise eigentlich noch verständigen? Und die politische Philosophie antwortet auf diese drängenden Fragen zuvorderst mit einer Kritik, einer umfassenden Kritik der eigenen Geschichte und des Selbstverständnisses und der damit verbundenen Geltungsansprüche. Insbesondere Platons Essentialismus, Hegels Historizismus und irgendwie das Vernunftskonzept der Aufklärung werden als ideengeschichtliche Voraussetzungen geschlossener Gesellschaften identifiziert. Warum?
weil politische Theorien dieses Typs auf letzte Zwecke, kollektive Güter, sozusagen die eine Wahrheit, die eine Gerechtigkeit oder Moral der Geschichte verweisen und also Aussagen mit absolutem Wahrheitsanspruch treffen, deren, ich zitiere, nämlich Hannah Arendt aus Wahrheit und Politik, deren Gültigkeitsanspruch durch Übereinkunft, Diskussion oder Zustimmung weder erhärtet noch erschüttert werden kann. Denn die Überzeugungskraft dieser Aussagen, also Aussagen, die so einen absoluten Wahrheitsanspruch formulieren, die wird eben durch die Anzahl derer, die mit ihnen einstimmig sind, nicht gestärkt. Man kann zu ihnen weder zureden noch abreden, weil der Aussagegehalt selbst nicht überzeugender, sondern zwingender Natur ist. Hannah Arendt bezieht sich in diesem Zitat und überhaupt in diesem Artikel auf Platons Konzept von Vernunftwahrheiten. Aber ich glaube, dass sich ihre Analyse ausweiten lässt auf alle fundamentalistischen, mithin metaphysischen Begründungstheorien, deren ja, Realismus oder eben Geltungsanspruch sich an ja, selbstevidenten, gewissermaßen aus sich selbst heraus wahren Sachverhalten erweist. Und der Locus Classicus, und da bin ich mit Frau Zehnpfennig, die heute nicht da ist, wirklich ganz uneins, der Locus Classicus für eine solche fundamentalistische Begründung ist Platons Politeia. Die politischen und ethischen Normen, Prinzipien, Institutionen, der gesamte Aufbau der Polis werden von Platon begründet durch Rekurs auf die eine Idee, ja, die Idee des Guten, die nämlich, Zitat Platon, den Dingen, welche erkannt werden, Wahrheit verleiht. Zitat Ende. Und an eben dieser Idee des Guten soll sich das Erkenntnissubjekt, das ist hier jeder Einzelne, der sich fragt, wie man eigentlich zusammenleben soll oder was Gerechtigkeit ist, orientieren muss, und zwar in einer rezeptiven, passiven Haltung. Das Erkenntnisobjekt, was ist Gerechtigkeit, ist unabhängig von dem, was Menschen für wahr halten, unabhängig von ihren Meinungen, ihren Doxai. Deswegen ist für Platon, ich zitiere wieder, nichts Menschliches es wert, sehr ernst genommen zu werden. Will man also zu Wissen, zu wahren, gerechtfertigten Meinungen, zu Episteme gelangen, muss eine Übereinstimmung zwischen dem, was wirklich und zugleich wahr ist, das ist die Idee des Guten und die Ideen, die von ihr abhängen, unter anderem Gerechtigkeit, und den menschlichen Begründungen der politischen Ordnung hergestellt sein. Diese Korrespondenz des subjektiven Denkens und Meinens mit dem objektiven Sein ist das Ergebnis einer richtigen Einsicht, die dann ja auch die politische Tugend der Weisheit und damit einen ganz bestimmten Typ von Herrschaft, nämlich das Philosophenkönigstum, und die harsche Kritik, die Platon an der Demokratie formuliert, begründet. Eine kurze Skizze, die aber meines Erachtens taugt, um etwas über das niederrümelinsche Verständnis von Demokratie zu sagen. Dass Wahrheit eine fundierende Funktion zukommen könnte für die Begründung der politischen Ordnung, also der Demokratie, das wird klar zurückgewiesen. Die Normen des Zusammenlebens sind nicht als vom Subjekt unabhängige Sachverhalte irgendwie da draußen gegeben, sodass gewissermaßen die Begründung der Demokratie darin aufgehen könnte, solche Sachverhalte zu erkennen und als ja, von uns gewissermaßen unabhängige Strukturprinzipien nachzuvollziehen im Sinne des Kopierens oder des Spiegelns des Vorgegebenen. Ja, das sind ja so Formulierungen, die etwa Richard Rorty formuliert. Die Richard Rorty wählt. Und ich möchte die bereits genannten philosophischen Gründe für die Zurückweisung eines solchen Fundamentalismus in der Politik noch ergänzen durch einen Grund, der eine ja, nicht so sehr philosophische, denn politische, sozialwissenschaftliche, historische Natur hat. Denn die Entwertung von Meinungen zugunsten von Wahrheiten, Sie haben das ja schon gehört, dieses fast brutale Zitat von Platon, nichts Menschliches ist es wert, besonders ernst genommen zu werden. Eine solche Entwertung von Meinungen zugunsten von Wahrheiten führt am Ende zur Entwertung von Menschen. Das ist jedenfalls das, was
diejenigen, neben Hannah Arendt, etwa Karl Popper und Friedrich von Hayek, als Einsicht teilen, das sind auch diejenigen, die in den 1950er und 60er Jahren einen ganz wesentlichen Beitrag zu der modernen Philosophie der Demokratie geleistet haben, eines Typs von Demokratie, der in epistemischer Hinsicht jetzt ganz anders ist als die klassischen Vorgänger der Demokratietheorie, anders insofern er bescheiden ist. Bescheiden insofern eine Demokratie, die auf einer Verfassung der Freiheit gründet, ganz wenige Zukunftsverheißungen birgt und auch wenig Potenzial für politischen Utopismus aufweist. Die liberale Demokratie schafft die Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens und darüber hinaus hat sie keinen großen Plan oder Entwurf, das sind so die Formulierungen von Hayek, sondern besteht eben im Piecemeal Social Engineering. Es kann doch nicht sein, dass meine Zeit schon rum ist. Das wundert mich ja, okay. Kann mein Versprechen doch nicht halten, ja. Besteht im Piecemeal Social Engineering, im Muddling Through, im sich durchwursteln, sind so die Formulierungen von Popper, durch das Stückwerk tagtäglicher, kleiner und überschaubarer Entscheidungen. Und damit ist die Politik gewissermaßen entzaubert zu einer Methode des Lösens konkreter gesellschaftlicher Probleme, des Verfolgens und Aushandelns konkurrierender und konfligierender Interessen und des politischen Wettbewerbs auf allen Ebenen der öffentlichen Willensbildung. Diese ergebnisoffene, lernbereite, korrekturfähige, freiheitliche Demokratie spricht der politischen Ordnung jeden objektiven Sinngehalt ab und in dieser Hinsicht auch jeden Wahrheitsanspruch ab. Drittens, umgekehrt wird ein Schuh draus. Es gibt keine sprachliche Wendung, die ich so sehr mit dem niederrümelinschen Duktus verbinde wie diese. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Eine Theorie praktischer Vernunft muss sich an den gegebenen guten Handlungsgründen bewähren, heißt es etwa in der Einleitung zur strukturellen Rationalität. Bei der manuellen Herstellung von Schuhen ist es üblich, die Nähte zwischen Oberschuh und Sohle anzubringen, dann aber ins Innere und nicht mehr Sichtbare zu kehren. Erst wenn man also diese Rohschuhkonstruktion umkehrt, umstülpt, wird auch ein Schuh draus. Und dieses Bild passt erstaunlich gut zu dem, was es jetzt noch zu sagen gibt zum Verhältnis von Demokratie und Wahrheit und was dann ja eine kohärentistisch-objektivistische Theorie eigentlich ausmacht. Ich habe in Abwandlung von Arendts Formulierungen ja gesagt, dass die Zurückweisung von übermenschlichen Wahrheiten zugunsten von Meinungen, Meinung pluralistisch, abhängig von Interessen und Interpretationen, wie sie nun einmal sind, der Demokratie gut zu Gesicht steht. Denn man kann solche Meinungen einfach zur Diskussion stellen, man kann sie kritisieren, man kann sie verteidigen, man kann sich einigen, aber man kann den Disput auch bestehen lassen, am Ende abstimmen. Demokratische Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfinden stehen eben für einen solchen Primat der Meinungen, der sich in der gleichen Freiheit der Bürgerinnen ausdrückt, über ihre Belange selbst zu entscheiden. Aber gerade deswegen und daher paradox anmutend müssen bestimmte Wahrheitsansprüche aufrechterhalten werden. Die epistemische Bescheidenheit der Demokratie, von der ich vorhin sprach, darf sozusagen nicht als epistemische Abstinenz missverstanden werden. Und für eine solche Abstinenz steht nicht nur der Gemeinplatz, den man häufiger hört, dass es nämlich in der Politik nicht um Wahrheit, sondern um Interessen geht, sondern steht auch eine bestimmte Richtung innerhalb der politischen Philosophie, die ebenfalls mit dem Namen von John Rawls, nämlich dem späten Rawls, dem Rawls des politischen, nicht metaphysischen Liberalismus verbunden ist. Ich werde diesen Teil jetzt einfach überspringen, da ich offenbar Zeitprobleme habe. Was ich sagen möchte für die, die Rawls nun gut genug kennen, ist, dass diese Selbstbescheidung auf einen begrenzteren, eben politischen Gesichtspunkt verbunden ist mit einer erkenntnistheoretischen und auch begründungstheoretischen Selbstbescheidung, einer Strategie der systematischen Vermeidung von Wahrheitsansprüchen bei Rawls, die dann aber am Ende dazu führt, dass wir auf eine kognitiv gehaltvolle Begründung der Demokratie gewissermaßen verzichten und nur noch auf so einen Overlapping-Konsensus, eine Schnittmenge von etablierten Gerechtigkeitsvorstellungen irgendwie hoffen. Und ich habe dem Ganzen in einer Hinsicht ja schon zugestimmt, wenn man nämlich Wahrheitsansprüche
wie in diesem fundamentalistischen Begründungsprogramm dargestellt, metaphysisch hypostasiert, dann muss man sagen, dass die Demokratie keine Wahrheitsansprüche erhebt. Aber in einer anderen und ich glaube ganz entscheidenden Hinsicht ist dem Diktum der Wahrheitsvermeidung, der epistemischen Abstinenz oder der ethischen Neutralität zu widersprechen. Denn nicht nur unsere deskriptiven, auch unsere normativen Aussagen und Begründungen, ja, unsere Normalsprache bezüglich grundlegender Gerechtigkeitsfragen ist eben nicht im Sinne von Rawls irgendwie politisch oder ironisch, wie es ein anderer Subjektivist, nämlich Rorty, meint, sondern wahrheitsimprägniert, ohne dass uns das schon zu metaphysischen Beweisführungen verpflichtet. Natürlich verpflichtet es uns nämlich zur Rechtfertigung unserer Überzeugung, ohne Anspruch auf Gewissheit, ohne Anspruch auf Letztbegründung, aber als ein ganz ernsthaftes und kritisches Ringen um Wahrheit, was denn sonst, um empirische, aber auch normative Wahrheit im Sinne des empirisch und normativ Richtigen. Für dieses Ringen um die richtigen politischen Fragen und Antworten bietet nun die Demokratie ein Rechtfertigungsverfahren an, das uns so einen Weg aufzeigt, wie wir zu allgemeinen, verbindlichen, normativen Regeln des Zusammenlebens kommen. Es gibt sozusagen ein Legitimationserfordernis, das auf drei normativen Säulen aufruht, einem normativen Individualismus, einer Konzeption gleicher Freiheit, einem von epistemischen Optimismus getragenen Konzept rationaler Akzeptabilität. Das ist der Kern der Demokratie, aber auch der Kern der Praxis der liberalen Demokratie. Das sind, um zu dem anfänglichen Bild zurückzukehren, die Nähte, die alles zusammenhalten. Unter anderem auch das Spiel der Interessen, den Kampf um Mehrheiten ermöglicht sind, die aber gewissermaßen wenig sichtbar sind, ja, im Alltag der demokratischen Praxis. Erst wenn wir den fertigen Schuh noch einmal umstülpen, dann sehen wir die rohe Naht, die alles zusammenhält. Und eben das ist die Aufgabe und auch der Gegenstand einer normativen, unaufgeregt objektivistischen Theorie der Demokratie. Herr von der Fort, ich brauche noch 5 Minuten. Ich muss den letzten Punkt machen, denn der heißt: Wir haben einen Fehler gemacht. Nach meiner Zwischenprüfung habe ich einen Versuch gemacht, der kleinstädtischen Enge Göttings zu entkommen. Ich bin nach Frankfurt gegangen. Kammbartel hatte ein Freisemester, Habermas war gerade emeritiert. Es gab nur Oberseminare, die angeboten hat. Ich wusste einfach nicht, wie man da reinkommt. Die Frankfurter Schule blieb also von mir verschont. Auch weil Herr Niederrümelin, der sich gut darauf versteht, Angebote zu machen, die man nicht ablehnen kann, die aber niemals unmoralisch sind, mir bei Rückkehr eine Hiwi-Stelle in Aussicht stellte. Und so begann ein Arbeitsverhältnis, das mit 3 Jahren Unterbrechung, ich versuchte mich nämlich in Berlin zu promovieren und auch Herr Niederrümelin versucht in Regierungsverantwortung etwas zu bewegen, das von 1996 bis 2012 reichte. Ich habe als Göttinger Studentin eine These in Umlauf gesetzt, nämlich, dass es angesichts des von ihm bewältigten Arbeitspensums nicht einen, sondern mehrere JNRs geben müsse, dass also nicht etwa das Schaf Dolly, sondern vielmehr Professor Niederrümelin für den Durchbruch des Klonens bürge. Seine Arbeitslust und Produktivität sind mit den Jahren wahrlich nicht geringer geworden, aber auch seine Mitarbeiterinnen liegen nicht auf der faulen Haut und manchmal laufen die Dinge aus dem Ruder. Und wenn so etwas geschieht, leitet Herr Niederrümelin das Gespräch häufig mit den Worten ein: Wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe in den vielen Jahren, die Sie, lieber Herr Niederrümelin, mein Lehrer, Mentor, Chef gewesen sind, bestimmt ganz viele Fehler gemacht. Dass es über einen so langen Zeitraum hinweg ein Wir gegeben hat, gehört sicherlich nicht dazu. Und ich möchte mich jetzt auch auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich für Ihre stetige Unterstützung bedanken. Dass wir Fehler machen, gehört zu einer liberalen Demokratie übrigens auch ganz selbstverständlich dazu. Das stellt dieses skizzierte Verhältnis von Demokratie und Wahrheit keineswegs in Frage. Eine offene, demokratische Gesellschaft ist korrekturfähig und hierbei spielt Kritik als eine Praxis des Überprüfens von Sachverhalten auf ihre Richtigkeit, Angemessenheit, Akzeptabilität eine entscheidende Rolle. Kritik
als ein im Prinzip auf Unendlichkeit gestellter Prozess der Infragestellung, Überprüfung, auch Relativierung der bisherigen Überzeugungen und Argumentation. Das ist der Modus einer funktionierenden und lebendigen Demokratie. Mithin ist Kritik als das Vermögen, sich selbst Meinungen bilden zu können, selbst zu denken, aber auch als die Fähigkeit, Meinungen durch gute Gründe revidieren zu können, eine demokratische Tugend. Denn dem Citoyen wird ja nicht nur zugemutet, sondern vor allem zugetraut, dass er an Deliberationsprozessen und Entscheidungen partizipiert und sich am Ende dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments unterwirft. Und wir wissen, dass wir hierbei Fehler machen können, unter anderem, weil wir nicht alles wissen können. Das nimmt den Gründen, die wechselseitig rational akzeptabel sind, jedoch nicht ihren objektiven Gehalt, sondern im Gegenteil bestätigt ihn. Wenn Kritik, wie ich kurz angedeutet habe, eine demokratische Tugend ist, wäre sie in ihrer Funktion für die Dissense und Konflikte, die die Demokratie charakterisieren, dem dann folgenden Austausch von Argumenten, der Prüfung von Meinungen und Gründen ja gar nicht verstehbar, wenn sie nicht mit einer anderen demokratischen Kernfähigkeit zusammenstimmen würde, der Fähigkeit nämlich einzuräumen, dass wir Unrecht haben können. Freiheit, Gleichheit, das damit verbundene Recht auf die Rechtfertigung von politischem und rechtlichem Zwang, die Beschränkung der Rechtfertigung auf das Geben und Nehmen von Gründen, alles das, was eben nicht nur den normativen Gehalt der Philosophie der Demokratie, sondern auch die Praxis in der freiheitlichen demokratischen Ordnung ausmacht, das alles ist in seinem Rang und seiner Bedeutung gar nicht zu erfassen, wenn man nicht ihre Objektivierbarkeit und damit in einem tatsächlich ganz unaufgeregten Sinne ihre Wahrheitsfähigkeit unterstellt. Danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Wittmann. Und jetzt Frau Dr. Grafe, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Niederrümelin, in dem, was jetzt gleich folgt, werden Sie sehen, möchte ich versuchen, die Philosophie von Herrn Niederrümelin als Philosophie unter lebensweltlichen Bedingungen darzustellen. Das wird dann selber wiederum ein philosophischer Akt sein, der unter erschwerten Bedingungen erfolgt. Zum einen ist es schon sehr spät, zum anderen, wie Sie es hören, habe ich keine Stimme mehr. Und vor allem geht es mir ein wenig so wie Martin Rechenauer. Ich muss nämlich Stellung nehmen zu den beiden Personen, von denen ich am meisten gelernt habe und zu denen ich meistens eigentlich nur gerne sowas sagen würde wie ja genau. Dennoch werde ich jetzt versuchen, ein bisschen mehr zu sagen als ja genau. Wenn zwischenzeitlich meine Stimme verschwindet, wird zumindest auch Ihr Abend kürzer. Also, was ich vorstellen möchte, stelle ich vor unter dem Titel Philosophie für das Jetzt und Hier. Eines, was wir heute Abend gelernt haben, ist sicherlich, dass man Julian Niederrümelins Denken verstehen sollte als Philosophie, und hier ein Zitat, unter lebensweltlichen Bedingungen. Damit soll das Folgende zum Ausdruck gebracht werden. Gemäß Niederrümelin, und wieder ein Zitat, hat alles Begründen ein Ende, und zwar in der praktizierten alltäglichen Verständigung, in den uns vertrauten und selbstverständlich gewordenen Praktiken. Ende des Zitats. Diese Verankerung in den uns vertrauten Praktiken oder kurz gesagt in der Lebenswelt gilt sowohl für theoretische Fragen wie die jetzt doch mehrfach angesprochene wichtige Frage, ob Sie tatsächlich auf Stühlen sitzen in diesem Moment, genauso wie für praktische Fragen, etwa ob wir wechselseitige Hilfspflichten haben oder was gerecht ist. Sollten Sie in diesem Moment gerade daran zweifeln, ob Sie auf einem Stuhl sitzen, dann haben Sie Herrn Niederrümelin zufolge, und ich nehme an, da können wir uns anschließen, nicht wirklich ein interessantes philosophisches Problem aufgeworfen, sondern sind höchstens eine Herausforderung in pharmakologischer oder psychiatrischer Hinsicht. Und dies gilt genauso, sollten Sie ernsthaft in Frage stellen, dass es falsch ist, grundlos andere Menschen zu quälen. Wobei Sie in diesem Fall, also in dem Fall, in dem Sie daran zweifeln, dass Sie andere Menschen nicht quälen sollen, wohl nicht nur ein Halbnarr, sondern ein ganzer Unmensch wären. In der Philosophie geht es, auch so Niederrümelin, um ernsthafte Fragen. Und diese beiden letztskizzierten Fragen sind einfach keine ernsthaften Fragen. Im Weiteren möchte ich kurz auf zwei Implikationen dieser Vorstellung, also der lebensweltlichen Verankerung von Philosophie, hinweisen. Nichts davon wurde heute nicht schon angesprochen. Dennoch, und das ist auch etwas, was man von Herrn Niederrümelin lernt, lohnt es sich vielleicht, manche Sachen nochmal explizit zu machen. Und das möchte ich jetzt im Folgenden tun. Also, die zwei Implikationen der lebensweltlichen Verankerung von Philosophie. Die erste ist,
dass wir dadurch guten Gewissens einen großen Teil des metaethischen Ballasts abwerfen dürfen, den uns die Philosophie des 20. Jahrhunderts aufgebürdet hat. Denn lebensweltlich stellt sich die Frage nach dem ontologischen Status der Wahrmacher normativer Aussagen nicht. Ebenso wenig, wie sich lebensweltlich die Frage nach ihrer Erkennbarkeit oder die handlungstheoretische Frage stellt, wie sich die Wahrnehmung der ontologischen Wahrmacher von normativen Aussagen auf unser motivationales Set auswirkt. Der Grund hierfür, also dafür, dass sich diese Fragen lebensweltlich nicht stellen, ist schlicht und ergreifend, dass wir praktische Fragen lebensweltlich eben meistens in praktischer Absicht diskutieren. Das heißt, wir wollen herausfinden, was richtig und was falsch ist. Doch im Rahmen eines genuin praktischen Diskurses, also beispielsweise, um ein Beispiel dafür zu nennen, die Frage, von Frau Oessmann einen Punkt aufzunehmen, welches die richtige politische Ordnung wäre. Also in solchen genuin praktischen Diskursen ist es wirklich wenig erhellend, wenn man sich einschaltet mit dem Hinweis, dass die Eigenschaft, gerecht zu sein, ja eine Eigenschaft sui generis sei oder aber reduzierbar auf menschliche Wünsche oder Ähnliches. Für sich genommen kann aus solchen ontologischen Aussagen nichts für die praktische Ausgangsfrage folgen. Und zumindest in dieser Ablehnung des naturalistischen Fehlschlusses sind Julia Nieder-Rümelin und David Hume einer Meinung, obwohl sie ja sonst wahrscheinlich nicht besonders gut auf Hume zu sprechen sind. Und da würde er sich auch Thomas Schmidt anschließen. Nochmal anders gewählt, derselbe Punkt. Lebensweltlich nehmen wir bei der Diskussion praktischer Fragen das ein, was man mit Julia Nieder-Rümelin eine genuin epistemische Perspektive nennen könnte oder was man alternativ vielleicht in Anbindung an die Pragmatisten, die auch schon Erwähnung fanden heute, eine genuin praktische Perspektive nennen könnte. Und für diese praktische Perspektive tragen Überlegungen zum ontologischen Status von Werten und Gründen schlicht und ergreifend nichts aus. Mit Kant gesprochen, ontologische Überlegungen taugen einfach nicht für die Praxis. Oder mit Nieder-Rümelin, wir brauchen, und das ist ein Zitat, keine philosophische, metaphysische Ontologie, um Zweifel zu beheben. Zum anderen folgt aus der lebensweltlichen Verankerung der Philosophie, dass es uns eben mit unseren praktischen Fragen wirklich ernst ist und dass wir sie nicht etwa, wie Richard Rorty behauptet, einfach nur ironisch meinen. Auch hier ist Nieder-Rümelin mit seiner Analyse unserer lebensweltlichen Interaktion sicherlich korrekt. Zwar mag es Kontexte geben, in denen wir bereit sind, praktischen Dissens als solchen stehen zu lassen. Also beispielsweise fordern wir nicht, dass wir alle tatsächlich derselben Auffassung anhängen müssen, was ein gutes Leben ausmacht. Aber solche Inseln des Dissenses, Dissens, den wir stehen lassen, liegen selbst wiederum nur in einem Meer von geteilten normativen Überzeugungen. Und in diesem Meer geteilter normativer Überzeugungen müssen wir eben alle nach den gleichen Regeln segeln. Also beispielsweise dieser Dissens dazu, welche Form des guten Lebens man denn tatsächlich sich selbst zu eigen macht. Diesen Dissens, Verzeihung, lassen wir stehen, weil wir zudem glauben, dass wir alle die gleiche Chance haben sollten, ein Leben nach unseren je eigenen Vorstellungen zu führen, zumindest solange diese Vorstellungen implizieren, dass auch jeder andere oder jede andere diese Chance haben sollte. Und Überzeugungen wie diese, also die Überzeugung, dass wir alle die gleiche Chance haben sollten, ein Leben nach unseren Vorstellungen zu führen, das, um in die Metapher von Frau Oessmann zu wechseln, ist der feste Boden, auf dem wir mit unserem ethischen Schuhwerk wandern. Und dieser Boden ist unaufgehbar. Also das sind die Überzeugungen, die wir tatsächlich auch nicht bestreiten lassen und die wir gegen partikularistische Widerstände verteidigen würden. Nochmal anders gewendet. Eine genuin epistemische Perspektive einzunehmen und den ontologischen Ballast klassischer Metaethik hinter sich zu lassen, heißt also nicht, dass plötzlich jede beliebige Antwort auf eine praktische Frage als korrekt angesehen werden muss. Welche Antwort sinnvoll ist und welche nicht, liegt, wieder ein Zitat, in den Selbstverständlichkeiten der etablierten Praxis der Verständigung und ist deswegen unserer Willkür entzogen. Die Selbstverständlichkeiten der etablierten Praxis der Verständigung stellen aber nicht nur sicher, dass unsere Begründungen eben nicht willkürlich werden dürfen. Nieder-Rümelins praktische Philosophie, die sich auf diese Selbstverständlichkeiten stützt, wird dadurch auch zu einer Philosophie des Jetzt und Hier. Denn, wie Nieder-Rümelin selbst im Anschluss an Wittgenstein bemerkt, haben unsere Begründungen ein Ende im nicht mehr hinterfragbaren, aber geteilten. Doch diejenigen normativen und auch diejenigen deskriptiven Überzeugungen, die wir heute
als nicht mehr hinterfragbar teilen, also unsere Lebenswelt, sind letzten Endes auch nur das Ergebnis des Ausbuchstabierens und partiellen Revidierens derjenigen normativen und deskriptiven Überzeugungen, die wir früher einmal als unhinterfragbar, als unsere Lebenswelt geteilt haben. So jedenfalls eine sinnvolle, wie mir scheint, sinnvolle Lesart des Kohärentismus. Und das ist im Prinzip die Pfadabhängigkeit, über die Thomas Borge heute Vormittag gesprochen hat. Wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass auch alternative Überzeugungssysteme und damit eben alternative Lebenswelten denkbar sind. Und was tun wir dann mit einer Person aus so einer alternativen Lebenswelt? Einer Person, mit der wir einen normativen Dissens haben, aber mit der wir zudem keine weiteren normativen Überzeugungen teilen, sodass wir keinen Punkt finden, an dem wir andocken könnten und von dem ausgehend, wie sie davon überzeugen könnten, dass ihre Überzeugungen falsch sind. Ich nehme an, an dieser Stelle würden sowohl Herr Nieder-Rümelin als auch Frau Özmen epistemischen Optimismus fordern. Vielleicht würde Herr Nieder-Rümelin zudem, wie er es in Demokratie und Wahrheit tut, Beispiele bringen dafür, dass dieser epistemische Optimismus auch berechtigt ist. Ein Beispiel ist der Menschenrechtsdiskurs, den nennen Sie, und Sie wollen damit darauf hinweisen, dass es bestimmte normative Überzeugungen gibt, die mittlerweile eigentlich niemand mehr leugnen kann. Und tatsächlich, denke ich, muss man auch an sehr ungewöhnlichen Orten suchen, um ein Beispiel für eine solche radikal andere Lebenswelt zu finden. Normalerweise wird in diesem Kontext dann immer der SS-Mann bemüht, und Herr Nieder-Rümelin hat heute Morgen schon und meiner Ansicht nach zu Recht gezeigt, dass der SS-Mann ein schlechtes Beispiel wäre, einfach weil dessen Ideologie so offensichtlich widersprüchlich und falsch ist, dass es keine besondere intellektuelle Fähigkeit gebraucht hätte, um auf die Inkohärenz dieser Lebenswelt selber zu kommen. Und ich denke, das Gleiche gilt für ein weiteres in diesem Kontext häufig bemühtes Beispiel, nämlich die Sklavenhalterinnen in den amerikanischen Südstaaten vor dem Sezessionskrieg. Das heißt, unsere beiden paradigmatischen Schurken teilen letzten Endes durchaus die Lebenswelt, in der wir auch noch befindlich sind, und wären also eigentlich auch auf deren lebensweltliche Regeln festgelegt. Die beiden sind schlicht und ergreifend zu stur, um das zuzugeben. Ein passenderes Beispiel also, und ich sagte ja, man muss an ungewöhnlichen Orten danach suchen, wären vielleicht die Borg, also jene fiktive, ich bin mir nicht sicher, ob Sie alle die Borg kennen, die Borg sind eine fiktive außerirdische Lebensform, bei dem einzelnen Individuum keinerlei normative Relevanz zugesprochen wird. Das Einzige, was bei den Borg zählt, sind die Interessen und Bedürfnisse des Schwarms. Und ich denke, das ist deswegen ein gutes Beispiel in diesem Kontext, weil die weiteren Überlegungen von Herrn Nieder-Rümelin zudem immer ganz streng normativ individualistisch sind, und die Borg sind das genaue Gegenteil eines normativen Individualismus. Also, ich denke, den Borg hätte man nichts zu sagen. Doch was zeigt das schon? Stellt die Tatsache, dass sie einer fiktiven außerirdischen Lebensform, nichts zu entgegnen hätte, ein Gegenargument gegen unsere aktuelle philosophische Auffassung da? Dürfen wir, bloß weil wir den Borg nichts zu entgegnen haben, den Kämpferinnen beispielsweise des IS gegenüber nicht behaupten, dass ihre Gräueltaten im Lichte unserer Gründe und übrigens auch ihrer Gründe, die sie durchaus hätten, wenn sie nur einmal ordentlich aufräumen würden in ihrem Überzeugungssystem, dass eben im Lichte dieser Gründe ihre Gräueltaten schlicht und ergreifend falsch sind? Wohl kaum. Und ich würde sagen, das ist die andere, aber eben die positive Seite der Medaille, wenn man seine praktische Philosophie programmatisch an die Lebenswelt zurückbindet. Sie wird vielleicht dadurch, also praktische Philosophie wird vielleicht dadurch zu einer Philosophie für das Jetzt und Hier. Aber ganz ehrlich, was ist schon für Sie und mich von echter Relevanz, wenn nicht das Hier und Jetzt? Was bleibt, ist die Frage, ob Philosophie nicht auch mehr sein sollte als das. Und also mehr sein sollte als bloß relevant für uns. Der eine oder die andere mag diesen Impuls noch verspüren, den Wunsch nach einer Art Fundamentum in Concussum oder nach einem a priori abgeleiteten Sittengesetz, ewiger und unveränderlicher noch als der bestirnte Himmel über uns. Sowohl Julian Nieder-Rümelin als auch Elif Özmen würden dies wohl als die letzten Zuckungen eines zum Hungertode verurteilten Strebens nach Transzendenz ansehen. Und wenn ich mir hier ganz am Ende meines Kommentars eine einzige kritische Bemerkung erlauben darf: manchmal scheint es mir, als sei das Beharren auf einem das Spiel des Gründegebens und Nehmens überschreitenden Wahrheitsanspruch eine abgeschwächte Variante dieses transzendentalen Sehnsuchtszuckens.
Denn wie anders soll man die Gewissheit irgendeines Sittengesetzes demonstrieren, als indem man zeigt, dass es sich gut in das Gesamt unserer weiteren Gewissheiten einfügt? Und was soll darüber hinaus noch gezeigt werden, wann man dann, wenn man das geleistet hat, also das, wofür man argumentiert, eingefügt hat in die weiteren Argumente, die man akzeptiert, wenn man darüber hinaus dann noch fordert, damit gezeigt zu haben, dass das Sittengesetz wahr sei? Doch, was nach Julia Niederrümelin ebenfalls gilt und was mir unzweifelbar gewiss erscheint, ist das Folgende. Ohne normativen Input kein normativer Output. Auf einer Tabula rasa ist zwar viel Platz, aber eben kein Material, aus dem man irgendetwas aufbauen könnte. Und damit offenbart sich, was Philosophie unter lebensweltlichen Bedingungen letzten Endes ist. Nämlich eine humanistische Philosophie. Eine Philosophie für Menschen, von Menschen und eben nicht für Borgs. Aber damit genau die passende Philosophie für uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Brato. Und ich darf jetzt zum Abschluss um Wortmeldungen bitten. Weiß nicht, Julian, willst du? Ja, wenn, ich weiß nicht. Ich hätte den Wunsch, dass ich noch ein vorletztes Wort habe. Das letzte vorletztes. Natürlich der Leiter hier. Ja, aber ich denke, wir sollten vielleicht noch ein, zwei Diskussionsbemerkungen, sonst klar. Wäre das schon. Georg, komm mal hier. Vielleicht eine Frage. Nämlich, es ist in einigen der letzten Vorträgen heute und auch gestern die Idee angeklungen, dass wegen der Pluralität von Lebensformen oder jedenfalls, weil wir nicht erkennen können, dass es eine einheitliche Lebensform überall gibt, dass wir bestimmte Leute aus anderen Lebensformen, zum Beispiel diesen Borgs oder die Isa-Leute, die ISIS-Leute, nicht überzeugen könnten. Und meine Frage jetzt auch an Sie ist, ob vielleicht ein Zwischenschritt nicht geeignet wäre, sie zunächst mal von der Relativität der Lebensformen zu überzeugen. Also zunächst diese Leute zu Relativisten zu machen, weil sie ja keine sind, die sind ja Absolutisten. Und wenn man sie zunächst mal Relativisten gemacht hat und wir auch dann, sagen wir, zum Sein, zum Relativismus bekennen, dass wir dann erstmal das Feld von verschiedenen Dogmen klar gemacht haben und dann können wir eine rationale Diskussion beginnen. Wäre das eine mögliche Taktik? Das ist jetzt eine Frage der Taktik. Weitere Wortmeldungen. Ich frage, wer diese Aufgabe übernehmen soll. Ich weiß nicht, Georgios, ob du die übernehmen willst. Aber gibt es weitere? Ja, ich habe den Eindruck, wir sind doch so angefüllt von diesen schönen Vorträgen, Diskussionen, dass wir jetzt langsam müde geworden sind und ich, ja, du hast ja das Mikrofon und dann übergebe ich mal. Dann wollen Sie, oder? Ja, bitte. Ja, ich glaube, natürlich. Alle sind ziemlich erschöpft. Ich wollte, also was ich aber schon sagen will, ne, weil Frau Brato so tut, als wären wir uns immer einig, das stimmt seit Jahren und Jahrzehnten nicht, liebe Christine. Ich bin nicht der Auffassung, dass der SS-Mann oder sonstige unmoralisch gesinnte und am Ende auch unmoralisch handelnde epistemische Fehler machen und dass es uns durch Kohärenzanforderungen und sonstige rationale oder epistemische Zumutungen gelingen könnte, sie zu überzeugen. Ja? Ich glaube, dass die Paradigmen, die ich genannt habe, ne, zum Beispiel Sklaverei oder Folter, ihre ganz eigene Rationalität und Kohärenz haben, im Übrigen auch eine klare ökonomische Rationalität haben. Das ist einer der Gründe dafür, dass diese Dinge immer noch so weit verbreitet sind. Ja? Der SS-Mann, der hat in den allermeisten Fällen kein epistemisches oder kein Rationalitätsproblem, sondern der hat die falschen moralischen Prämissen, nämlich entweder gar keine oder gewissermaßen die falschen. Und dieses Falsch ist kein epistemisches, bloß epistemisches, sondern ein genuin moralisches, normatives Problem. Und ich glaube, dass auch der Amoralist, den du ganz kurz angesprochen hast, Thomas, kein Problem ist, das ein ernsthaftes philosophisches Problem darstellt, sondern auch eben nur ein Glasperlenspiel ist. Das ist interessant, insbesondere für Studierende, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wir können den Amoralisten nicht durch rationale Gründe von der Moral überzeugen. Es gibt keine Genu, würdest du auch sagen. Genau.
Ja, das wollte ich nur noch mal loswerden, nicht, dass Sie denken, wir haben hier Konsens, den haben wir nämlich nicht. Also, weil viele Fragen sind natürlich heute offen geblieben. Ich fand, die Diskussion war für mich jedenfalls sehr lehrreich und hochinteressant und ein paar Notizen gemacht, was man alles jetzt unbedingt vertiefen müsste. Und wir machen jetzt wahrscheinlich eine Folge von Herrn von der Pforten organisierten Tagungen, um das alles fortzusetzen. wenn ich darf, würde ich einen doch ziemlich zentral erscheinenden Punkt nochmal zum Abschluss aufgreifen. Sie hatten es auch direkt formuliert, Frage, und Herr Karageorgoudis, und es zog sich fast wie ein roter Faden, auch bei den Einwänden von Herrn Pogge hindurch. Und deswegen versuche ich nochmal diesen Punkt deutlich zu machen. Also man könnte ja sagen, jemand, der so stark sich erstmal darauf verlässt, dass die etablierte Praxis des Begründens oder des Gründegebens und Gründenehmens funktioniert, dass man dazu in der Regel zu verlässlichen Ergebnissen kommt, dass es jedenfalls nicht prima facie, jedenfalls nicht sinnvoll ist, eine ganz neue Begründungsform zu etablieren, dass der doch Probleme damit haben muss, wenn am Ende bei der Abwägung meiner Gründe für und wider Überzeugungen herauskommen, die offenbar große Schwierigkeiten haben, Akzeptanz zu finden. Und das meiste hat nicht diese Schwierigkeit, aber ein Punkt scheint besondere Schwierigkeiten zu haben. Ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Ich glaube, dass es eine Fehleinschätzung ist. Ein Kohärentismus legt nicht auf einen Konventionalismus oder, wie soll man das nennen, auf topische Methode, hat man das bei Aristoteles Interpretationen genannt. Wir orientieren uns an dem, was die Leute meinen, fest. Keineswegs. Aber warum eigentlich nicht? Ja, das ist der entscheidende Punkt in meinen Augen. Wenn eine etablierte Praxis des Gründegebens und Gründenehmens, sagen wir mal im Bereich von empirischen Überzeugungen oder im Bereich von normativen Überzeugungen, friktionslos wäre, dann könnten wir höchstens punktuelle Fehlanwendungen von eigentlich allgemein akzeptierten Regeln korrigieren. Das kann man als Quietismus bezeichnen. Und ich hatte schon mal darauf hingewiesen, der späte Wittgenstein tendiert dazu. Wenn aber die Friktionen stark sind, die Inkohärenzen hinreichend massiv sind, dann ist dieses Projekt, die Dinge kohärenter zu machen, mit mehr oder weniger massiven Revisionen und vielleicht auch mal mit einer Revolution verbunden. Und weil es im ersten Vortrag und jetzt indirekt vielleicht auch im letzten Vortrag nochmal vorgekommen ist, nehme ich mal dieses Beispiel. Ich meine, es ist ja interessant, wenn man die Stelle, Frau Watzinger, mache ich gerade einen Lektürekurs Politeia, und wenn man sieht, an einer ganz heiklen Stellen, wie Platon da herumeiert. Und er eiert an zwei Stellen besonders herum. Nämlich einmal, wo es um die Gleichheit von Mann und Frau geht. Sagt er, also ich bringe jetzt was absolut Skandalöses. Ja. Wird niemand folgen, aber ich bringe es jetzt mal trotzdem und so. Und dann wird er gezwungen, Sokrates wird gezwungen, von seinen Gesprächspartnern darauf einzugehen. Versetze man sich mal in die patriarchalische Welt dieser Poliskultur in der griechischen Klassik. Zumindest Herr Karageorgoudis hat die Politeia auswendig gelernt, der kann das jetzt mit Zitaten belegen, was ich jetzt bringe. Da ist das absolut unerhört, eine These aufzustellen, dass Männer und Frauen in wesentlicher Hinsicht gleich sind. Platon räumt da ein, sagt, statistisch mag es ein paar Unterschiede geben. Ja, Frauen sind ein bisschen schwächer auf 100 Meter, bei 100 Meter Sprints und vielleicht auch sonst immer wieder. Aber das ist eigentlich unwesentlich. Das ist absolut skandalös. Es ist, oder jetzt mal in unserer Terminologie, es ist mit der etablierten Lebensform einfach schlicht nicht in Einklang zu bringen. Ja. Nicht in Einklang zu bringen. Genauso steht es um die Kritik der Stoa an der Sklaverei. Ja. Die Kritik an der Sklaverei auch dann in der Neuzeit. Das ist erstmal, es geht nicht. Wir leben doch anders. Ja. So. Und da könnte man nun einhaken und sagen, ja, was will der denn da mit seinem Kohärentismus? Da kommt er doch überhaupt nicht weiter. Und ich will es an dem Beispiel mal, damit es nicht zu abstrakt bleibt zum Schluss, wenn ich darf, ja, das nochmal kurz charakterisieren. Man schaue sich mal die Argumente der Gegner an, von zum Beispiel
essentieller Gleichheit. Ich rede jetzt mal nicht von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Passagen in der nikomachischen Ethik des Aristoteles. Es ist interessant. Ich meine, in dem Moment, wo man versucht, dafür Gründe anzuführen, wird es ziemlich bizarr. Ja, der Aristoteles stellt zum Beispiel fest, er war ja nicht dumm, dass Frauen Wesen sind im griechischen Original nous echontes, ja, die also die das wesentliche Charakteristikum haben von Menschen, die ihr eigenes Leben leben. So, wie kann man dann jetzt noch die natürliche Herrschaftsform von Männern über Frauen rechtfertigen? Irgendwie schwierig. Und er greift dazu Argumenten, die ziemlich grotesk sind. Das ist die kohärentistische Methode. Ja, schauen wir erstmal genau hin, schauen wir, was gemeinsam ist, nehmen wir dann eine Gewichtung vor, zugegebenermaßen, die Herrschaftsordnung Männer über Frauen ist, hat sich bewährt, ich sage das jetzt mal etwas ironisch, ja, für einen Mann aus der griechischen Klassik auf jeden Fall und für das deutsche Familienrecht bis 1971 auch. Und hat sich bewährt, ja, wo kämen wir denn dahin? Wenn Frauen selbstständig Geschäfte machen und so weiter. So war das im deutschen Familienrecht bis 1971. Aber irgendwas stimmt nicht. Wir haben keine vernünftige Begründung. Das heißt, es lässt sich nicht recht einpassen in eine kohärente Praxis des Gründegebens und Gründenehmens. Also brauchen wir an der Stelle eine ziemlich radikale Revision. Bei dem SS-Offizier kommt es darauf an, wie der ist. Ich würde Frau Brato völlig recht geben, die meisten hatten ein massives Kohärenzproblem. Die Aufarbeitung in einer ganz anderen Form, nämlich sozusagen Mikrogeschichte, die jetzt getrieben wird und schon sehr weit vorangeschritten ist, die legt das offen. Die hatten in der Regel ein massives Kohärenzproblem. Es ist gewissermaßen eine Kunstfigur, den SS-Offizier des anderen Typs, der nämlich einfach ein kohärentes, rassistisches Weltbild hat und sozusagen unangreifbar erscheint. Diese jetzt sozusagen sehr konkreten Bemerkungen jetzt nochmal verallgemeinernd und ein bisschen auch nochmal im Anschluss an die Frage Realismus und Antirealismus. Die These, die mir plausibel zu sein scheint und die dieses Verständnis von Normativität prägt, besagt, die Praxis der Verständigung funktioniert dort so ähnlich wie auch sonst. Niemand käme auf die Idee zu sagen, nehmen wir noch mal ein paradigmatisch geradezu, jedenfalls in einer analytischen Philosophie, einen Kongress der Physiker. Niemand käme auf die Idee zu sagen, wessen Argumente sollen hier eigentlich zählen? Argumente. Und die werden zählen nach Gewicht, nach Überzeugungskraft, nach argumentativer Plausibilität oder sowas. Man wird doch nicht auf die Idee kommen und sagen, naja, nur der Vorstand der physikalischen Gesellschaft und dessen Vertreter zählen. Natürlich nicht. Jedes Argument zählt. Trotzdem, damit die Argumente überhaupt Chancen haben, gehört zu werden, müssen sie an etwas anknüpfen, was andere teilen. Sonst wird man keine Chance haben, gehört zu finden. Das ist ein Problem. Ich habe ja die These vertreten, die wissenschaftstheoretische, und es gibt auch unterdessen Forschungen am Caltech dazu, die das bestärken, dass die Publikationen von Einstein 1905 unter heutigen Bedingungen nicht zustande gekommen wären. Es wäre völlig undenkbar, dass diese fünf Publikationen von Einstein im Annus Mirabilis der Physik 1905 unter heutigen Bedingungen mit blindem Peer-Reviewed-Verfahren akzeptiert worden wären. Ausgeschlossen. Das heißt, wie kommt dann überhaupt der epistemische Fortschritt zustande? Ja, da kann man das ist nochmal Teil der Theorie. Da kann man nicht raus und jetzt eine Theorie entwickeln und sagen, ich schreibe euch das mal auf. Ja? Sondern, gut, jetzt müssen wir es versuchen, jetzt bringen wir Argumente vor. Und dann haben wir Erfolg oder keinen Erfolg. Der Clou an diesem, wie nennen wir das, Residualrealismus, für den ich plädiere, ist aber genau das, dass man akzeptiert, dass die konkreten Begründungen immer abhängig sind von lokalen Konsensen, von lokalen Praktiken, lokal jetzt im weitesten Sinne, von Kontexten, in denen sie stehen. Dass der Inhalt dessen, um was es geht, aber nicht konstituiert ist durch diese Kontexte. Das ist der Dissens mit den Konstruktivisten.
Ja, der Konstruktivist versucht, dieses Problem der Lokalität von Begründung damit zu umgehen, dass er sagt, naja, das strebt ja nach möglichst guter Begründung und dann definiere ich Wahrheit über die beste Begründung und dann haben wir da ein Kontinuum hergestellt. Das, glaube ich, ist eine Art Selbstbetrug. So wie das ja allgemein akzeptiert ein Selbstbetrug wäre im Bereich des Empirischen. Das ist nur noch wirklich ganz wenige vertreten, auch im Bereich der empirischen Urteile, eine epistemische Wahrheitstheorie. Das vertritt fast niemand mehr. Ja. Gut, Postmoderne, Poststrukturalisten jetzt mal ausgenommen, ja, das ist vielleicht ein Sonderfall. Wenn man das akzeptiert, dann heißt das, man muss dieses Spannungsverhältnis aushalten. Wir können uns irren, auch wenn wir gute Begründung haben. Wir können uns irren. Und ich glaube, dieser Fallibilismus muss nicht zu einem Skeptizismus führen, nicht dazu, dass man sagt, na gut, wenn wir uns irren können, dann sollte man aber davon ausgehen, dass wir uns in der Regel irren. Das ist Descartes. Das ist unvernünftig. Wir müssen es für möglich halten, dass wir uns irren, selbst bei bester Begründung. Ja. Das ist eine gewisse intellektuelle Herausforderung. Es gibt nie die beste Begründung, die uns Wahrheit garantiert. Ja. Und in den normativen Diskursen ist es eine besondere Herausforderung. Aber die Tatsache, deswegen jetzt letzter Satz, dass wir immerhin über erstaunliche kulturelle oder Differenzen der Lebensform oder der Lebensformen, ja, dann wird das nämlich, braucht man gar keine Antwort geben, ist es die eine oder sind es die vielen. Ja. Immer lokal und manches werden wir teilen, ist es wunderbar, dann ist die Chance, dass es universell akzeptiert wird, größer. Ja. Menschenrechtsdiskurs ist ein Beispiel und andere Fragen, da ist die Chance eben geringer durch diese Differenzen, durch diese unterschiedlichen Hintergründe. Aber jedenfalls muss man nicht aufgrund der Möglichkeit des Irrtums selbst bei bester Begründung und bestem Bemühen radikaler Skeptiker werden. Und dieser Fehler in der Haltung, philosophischen Haltung, durchzieht aber einen guten Teil der modernen Ethik. Und das, glaube ich, sollte man hinter sich lassen und die praktische Philosophie so betreiben, wie man in anderen Bereichen auch versucht herauszubekommen, wie sich die Dinge verhalten. Okay, ich habe mich da gefreut über dieses Kolloquium. Ich bedanke mich nochmal hier bei Zweien, ja, Dietmar von der Pforten und bei dem Geschäftsführer des Ethikzentrums, der das hier ja auch bereitgestellt hat und mit unterstützt hat und bei anderen, die hier geholfen haben. Und wenn ich, nachdem wir so viel rationale Debatten hatten, darf ich vielleicht eine emotionale Bemerkung noch machen. Ich meine, der Inhalt war jeweils hochinteressant, Referate, Co-Referate, aber es waren ja auch Personen, mit denen mich was verbindet, ja, gelegentlich in der Tat einige Dekaden, gruseligerweise, aber damit muss man sich wohl anfreunden, jenseits der 60. Und in jedem Fall hat mich das also doppelt berührt, inhaltlich, weil es sehr auf den Punkt war und wir, glaube ich, sehr konzentriert diskutiert haben, aber auch ein bisschen emotional, auch deswegen, weil ich manche wiedergesehen habe, die ich lange nicht gesehen habe. Okay, alles Gute.